Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Castlevania 2 auf dem NES. Mit dabei ist wieder der Kill Bill. Ich begrüße ihn. Hey, 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 ho. Und im letzten Part sind wir hier in der Stadt gewesen, haben hier ein bisschen rumgeschnackt und mit dieser alten Dame geradet. Und da würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach weg von der alten Dame und machen was anderes. Ich habe da den Vorschlag, wir gehen einfach mal nach links weiter, dann oben rum weiter zur nächsten Stadt. Oh, jetzt habe ich gerade einen Leck gehabt, ey. Du weißt, ja, mein Rechner kann NES nicht so gut ab. Geh noch rechts zum Salamwald. Warte mal, was sagt denn da links dann? Boah, wieso habe ich jetzt schon wieder einen Leck gehabt? Was ist denn das für ein Scheißspiel? Boah, was ist hier im Hintergrund, was echt kack jetzt macht? Nee, jetzt mal ohne Scheiß. Das liegt an dem Schild? Nein, das kann nicht sein. Geh nach rechts zum Salamwald. Geh nach links zu dem Staudamm vom Ödland. Zum Staudamm von vom Ödland. Hm. Passt das? Hm, das passt. Wir müssen jetzt zum Staudamm vom Ödland, okay. Ah, das passt ja eigentlich gar nicht. Wenn ich jetzt wieder ein Leck habe beim Springen? Boah. Ey, aber das passt ja gar nicht. Warum passt das? Ey, wir waren doch hier schon mal, oder? Naja, zum Staudamm vom Ödland. Obwohl, warte mal, es kann sein. Dann meinen die das jetzt hier mit, das meinen die jetzt bestimmt die Berge hier und so. Das könnte sein. Boah, fuck, was ist das? Was denn? Eine dicke, arschgefickte Mumie. Ach, ich stimmt. Ich hab nur noch ein Leben. Stimmt, soll ich hier besser laden, oder? Oh, ne, nicht das auch noch, ey. Komm. Ey, komm. Ich überlege ja immer noch, da noch ein bisschen was zu ändern, ne? An der grausamen Nacht. Aber mir fällt da auch nichts ein, irgendwie. Mhm. Textmäßig, weil da habe ich ja auch die 4 Punkte gemacht. Hm. Wieso hast du da 4 Punkte gemacht? Ja, weil es der Platz im Grunde ist, den ich zur Verfügung habe. Ich speichere jetzt erstmal, also wir haben nur noch ein Leben. Weil es der Platz ist, den ich im Grunde zur Verfügung habe. Damit ich das weiß, dass ich da eigentlich noch Platz habe. Naja, okay. Sinnvoll, ich weiß ja. Mhm. So, dann muss ich ja selber irgendwie. Doch, hier waren wir schon. Nein, hier waren wir nicht, das ist ein anderes Klappen. Echt? Ja. Okay, warte, wie war jetzt Safe und Safe auf E, glaube ich, ne? Safe auf E. Mhm. Der Staudamm vom Ödlein. Uah. Und hüpf. Hüpf. Mhm. Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf, hüpf. So, stopp mal, jetzt genau unter dir. Ja? Also, eins rechts unter dir. Okay. Müsste mal Weihwasser benutzen. Das mache ich doch glatt. Weil, oh, ich habe sogar Weihwasser noch rausgeroostet. Sehr nice, ja, du musst ja treffen, ne? Oh, cool, ein Buch. Draculas Nägel zerstören verfluchte Wände. Cool. Mystery. Evil Mystery. Dracula ist richtig drauf, ey. Yo, die verfluchten Dracula. Das habe ich eh nicht kapiert. Du kannst ja Draculas Nagel, den findest du ja. Also diesen Fingernagel, ne? Okay. Aber inwiefern zerstört er verfluchte Wände? Na, vielleicht macht der. Nee, du musst noch Wände, wo du durchlaufen kannst. Du musst nach links. Nee, nach links geht's noch nicht weiter. Doch. Du musst den roten Kristall equippen. Weil. Das ein Dorfbewohner gesagt hat. Ja, das hat ein Dorfbewohner gesagt. Okay. Rotes Kristallchen ist equipped. Und dann musst du dich da hinhocken, jetzt hier oben hin. Genau. Und warten. Oh mein Gott, ein Werbesturm. Spring drüber, Simon. Idiota. Cool. Yeah. Jetzt kommen wir ins Wily Castle oder was? Ja. Jetzt kommen wir in. Ich weiß gar nicht, wo bist du jetzt? Ich habe keine Ahnung. Schloss, ich gehe einfach mal dran vorbei. Ja, ich weiß. Check mal die andere Gegend ab. Ich weiß gar nicht, wo du jetzt hin bist. Wie sieht denn das da drin aus? Ach, hier bin ich auf der anderen Seite des Flusses. Ah ja, genau. Da müssen wir auch hin, ja. Ja. Oh, genau, richtig. Auch flieg mal nicht nahe, genau. Okay, also gehe ich jetzt in das Schloss. Komm her, du kleines Biest, ich werde ja so. Ja, geh mal auf jeden Fall ins Schloss, ja, das ist schon mal soweit korrekt. Ja, anders geht's ja auch nicht, ne? Weiß nicht. Oh, die halten relativ viel aus, ey. Ich glaube, ich brauche eine neue Peitsche. Oh fuck, wo bist denn du? Welches Schloss bist denn du? Das 5. oder 6. Nee, ich brauch. Warte mal, ich muss gucken. Welches Bild? Wie sieht es da aus da? Mit Treppen, es ist überall drin. Mit Treppen. Scheiße. Jetzt hab ich auch Panik gehabt. Der hat einfach umgedreht. Warum? Weiß ich nicht, weil er dumpfbackenmäßig ist. Dumpfbacke. Ich weiß jetzt. Boah, ich bin einfach runtergefallen, ey, leck mir hart am Arsch. Warum? Weiß ich nicht.
Weil da ein Loch in der Wand ist. Und ich nehme an, dass dafür Draculas Nägel sind, dass man sieht, wo man durchfallen kann. Nee, eigentlich zerstören verfluchte Wände. Ey, wir hatten das ausgewählt. So bitte. Ich weiß immer noch nicht, wo du bist, ne? Links war doch. Links. Ach, Kessel 4 bist du. Jetzt weißt du, wo du bist. Also muss ich jetzt hier überall abchecken, wo hier Löcher im Boden sind. Ne, das ist ja echt abgefuckt. Guck mal, da ist irgendwas an der Wand. Ja. Ja, das hier? Was ist das? Das frage ich mich auch gerade. Hä? Ich kann damit nichts machen. Nee, das sind, Das fällt einfach runter. Ach, das sind so Fallen, so Traps. Trapdoor. Ach ja, Falltür. Ja, genau. Ja, das sind Fallen, die sind... Ach, jetzt weißt du, wo du bist, alles klar. Ja, dann gehen wir da hoch, genau, und dann nach rechts eigentlich, dann noch links. Ja, ich dachte, da ist vielleicht was versteckt, solange wie du noch nicht wusstest, wo man lang muss. Hm, nee, passt schon. Ich muss bloß so gucken, wo die fucking Bücher sind. Ach du Scheiße, das war crazy. Crazy. You drive me crazy. I don't know. Genau, geh mal da lang. Mach das mal. Und deswegen ist er auch rumgedreht, weil er nämlich eigentlich. Komm ich da oben? Nee. Ja, du musst da unten lang, oder? Nee, kannst du auch oben lang. Meinst du? Ja, ich weiß es. Na gut, wenn du jetzt auch noch was brauchst. Dann musst du mich anstrengen. Du musst sogar oben lang. Du musst. Wink. Ich sehe es auch gerade. Und jetzt oben lang wieder? Ja, immer oben lang. Du musst noch abchecken, wo ja. Nee, ich sag, wo ist. Jetzt kommt erstmal nichts. Okay. Jetzt kannst du da durchspringen, das ist nicht der Heind. Oha. Wie soll man da bitte drauf kommen? Ja, deshalb kapiere ich eben auch nicht. Ich meine, das wird auch nicht richtig drauf hingewiesen. Ich meine, das drum. Und ich denke mal, deswegen ist das Spiel so unbeliebt, weil man einfach. Und so weil da sie auch noch lügen in dem Spiel, das ist ja das Unbeliebte. Was ist jetzt passiert? Ach so, oh, Level Up. Oh, jetzt habe ich mich hardcore erschrocken, ey. die einen sagen die Wahrheit und die anderen lügen, das ist ja das nächste in dem Spiel. Sehr strange. Oh ja. Ach übrigens, bevor ich es vergesse, ja. Das Skelett hat gesagt, schaut mal bei Facebook vorbei. Da könnt ihr nämlich. der war jetzt sehr subtil, oder? Jetzt kannst du das Weihwasser rechts. Okay. Oh, geilo. Oh. Wow. Geilo Mart. Das ist ja voll Club Mate mäßig. Mhm. Oder andere Mate-Getränke mäßig. Boah, das dachte ich falle da voll in die Spitzen. Bis in die Spitzen. Laufe ich hier korrekt? Ja, rechts und dann hoch. Okay. Also bin ich korrekt im Mund. Und nehme die Maus bitte weg. Na, ich muss ja auch hier nebenbei gucken, ja, was du so treibst. Das Problem ist halt immer, dass du meine Maus auf dem Screen bewegst. Das ist echt dumm. Echt, ne? Ja. Ich könnte dich ja wieder entmündigen. Nee, dann kann ich dir zeigen, wo was ist. So, jetzt bin ich hier oben. Hier ist was. Dachte ich mir fast. Nee, bleib oben, ja, genau. Ein Fluch lässt Lubeerbäume sterben. Das ist ja blöd. Fluch, das ist also eine Wand, eine verfluchte Wand lässt Lorbeerbäume sterben. Das heißt, wenn ich mit Draculas Nägeln irgendeine Wand wegmache, kriege ich Lorbeeren? Ach, Quark, da steht doch keine Wand. Wand hast du jetzt so reingeschoben? Nee, ich habe jetzt kombiniert. Ach so, nein. Das ist alles verflucht. Das ist Castlevania, Mann, hallo. Okay. Wusstest du eigentlich, ne, jetzt kommt's, Transylvanien, ne? Also hier Vampire und so, ne? Transylvania? Genau, das heißt ja eigentlich Siebenbürgen. Na, irgendwie sowas hast du schon mal, glaube ich, erwähnt. Nee, eigentlich hab ich noch nicht erwähnt. Doch, du hast mal irgendwas erwähnt. Ey, okay, komm, hör auf mal mit deinem Scheiß zu werfen, ja, du Affe. Das heißt auf jeden Fall Siebenbürgen und jetzt kommt's. Und zwar, ist ja recht deutsch, ne? Und da unten in, genau, also in Prahn, das ist die Stadt dort, ne? Du musst nach links durch die Wand wieder. Nee, kannst ja so durchschöpfen normalerweise. Genau. Krass, ey, das ist ja total hardcore. Ey, das ist jetzt wie hier irgendwo rumgeglitscht. Nee, ist es aber nicht. Da kommt nichts, nee. Du musst jetzt, da kommt ein Typ hier links. Den musst du wieder abkaufen. What the fuck? Eichpflock mitnehmen. Echt, ne? Das sieht aus, als wenn die Programmierer irgendwie geglitscht haben und so, ne?
So ist abgefahrenster. Sag mal ruhig. Ah, okay, ich habe einen falschen Knopf gedrückt. Okay. Ich dachte, okay. Ich habe nicht genug Kohle. Und jetzt kannst du da quasi links rum. Oh, wir haben mehr als genug Kohle. Weiter links? Jetzt kannst du links, ja, genau. Och, jetzt. Alter. Ich mach das mal. Das ist die totale Glitchburg hier. Und da musst du nach unten und rechts. Hock, Doc. Ja, hey, irgendwas. Affenkind, Junge. Ja. Simon, the Monkey Child. Simon, the Glitchboy. Auf jeden Fall ist da unten, ja, es gibt auch die Stadt Braun und so. Die ganzen Städte da unten teilweise, die haben noch deutsche Namen. Weißt du, warum das alles da unten deutsch ist? Weil das in Deutschland spielt. Was? Nein, ich rede von der Realität. Vielleicht ist das hier. Ich rede von der Realität, von Achso, nee, achso, ich dachte jetzt ja, Castlevania ist so wie ein Vorgänger von Wolfenstein. Nee. Ich rede von Transsilvanien, gibt's ja wirklich in Ungarn. Meine ich natürlich, ich meine nicht Wolfenstein, ich meine Wolfenburg. Nein. Nein, ich wollte jetzt bloß keinen irgendwie aus Versehen irgendein Spiel nennen, was indiziert ist. Nee, das Schloss Braun. Ne, weil wir spielen ja Castlevania und nicht besagtes Spiel. Ja, deswegen sag ich es ja. Also so, jetzt habe ich Draculas Fingernägel. Geilo Scheiße. Du nimmst Draculas Fingernägel. Jetzt hast du doch erst die Nägel, jetzt kapierst du mich erst recht nicht. Ja, wieso? Es war doch klar, dass ich die jetzt erst bekomme. Ja gut, aber... Und jetzt sehe ich bestimmt, wo ich durchfallen kann. Pass auf, das werden wir gleich demonstrieren, indem ich dieses Skelett haue. Hö. Aha. Nee, jetzt bin ich gespannt. Na, ich erst. Sag mir mal Bescheid, wenn du irgendwo was siehst, wo man durchfallen kann, ja? Ja, da oben. Hier, siehst du jetzt schon. Kannst hier bleiben auf der Ecke und mal anmachen. Da oben über dem Skelett. Nö, okay. Ne, du hast sogar angewählt, oder? Doch, da. Ja, musst du auch vielleicht drücken, oder was? Nö, das soll ich nicht. Nee, das ist ein Auto, nee, das sind Autodinger. Genau. Hä, das kapier ich dann nicht. Aber irgendwo müssen wir es jetzt demnächst einsetzen. Will ich wetten, weil es wäre so ein bisschen arschlos. Jetzt muss ich bestimmt hier lang? Ja, du musst jetzt ein bisschen hoch. Die zweite Treppe nehmen, ne? Die linkere Treppe von der rechten. Genau. Das kapiere ich nicht, für den Nägeln. Das kriege ich aber raus. Ja, ich wollte dir erzählen. Und zwar... wo war ich denn stehen geblieben? So, ich bin jetzt in den nächsten Screen nach links gelaufen. Ja, war das richtig? Ja, das war richtig. Genau. Ich muss ja aufpassen wegen dem Skelett. Zerstören verfluchte Wände, na gut. Ja, und zwar ist in Bulgarien. Oder Bulgarien? Ich kann jetzt wieder aus dem Schloss raus, ne? Ja. Okay. Du hast ja deinen Gegenstand. Gut. Okay. Ich nehme mit Vorliebe noch die Herzen mit. Ja. Kannst du ja. So, warte mal, jetzt gehe ich mal wieder zu dem Fluss und wähle jetzt mal schon mal die komischen Kralle aus. Gucken. Ja. Ne, mit der Kralle passiert mir auch nichts. Ja, das sag ich ja, ich hab das noch nicht ganz gut. Geh erstmal raus da, ne? Ja, ich bin raus. Und jetzt gehe ich wieder nach... Ja, das ist jetzt die Frage, jetzt links oder rechts. Ich muss doch irgendwie wieder zurückkommen, oder? Nee, ja, warte mal, Mensch, du bist so schnell. Equip the Red Crystal. Du kannst theoretisch mit dem Wirbelsturm theoretisch zurück, aber das wollen wir ja gar nicht. Warum wollen wir das nicht? Weil du jetzt mal kurz warten musst. Okay. Das ist jetzt hier eine Blume. Hallo. Dummes Blume. Dummblume. Auch nicht, Mensch, Mann. Wo ist denn der Scheiße? Also die Mumien werden im Übrigen schneller. Ja, ich weiß, ja. Wenn man bei denen in der Nähe ist. So, kommt jetzt hier der Vogel doch noch angeflogen. Zwei Vogel. Drei Vogel gleichzeitig. Mahaha. Ultra Kill. So, okay. Und dann Speichern. Wie hieß jetzt die... Alter, ich habe mich jetzt vor dem Opa erschreckt. Was für eine grausame Nacht, Mama. Ja, also, Leute. Moment. Du wir kannst gleich weiter recherchieren und zwar würde ich jetzt sagen, wir beenden diesen Part an dieser Stelle. Wir waren jetzt in der Botley Mansion und sind jetzt auf dem Weg zu Larubas Mansion. Okay, jetzt kannst du abmoderieren. Also Leute, wir sehen uns dann nämlich im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Castlevania 2 auf dem NES. Macht's mal gut, bis dahin und tschaußen. Genau.